Ich begrüße euch herzlichst zu einem neuen Video. BFA war bisher meiner Meinung nach ein ganz tolles Add-on, doch plötzlich kam Patch 8.3. Erstmalig bekamen wir Zugang zum neuen Raid Nyalotha und konnten dort einige Bosse besiegen. Der Raid bietete gleich mal Abwechslung, tolle Mechaniken, gutes Designing und obendrauf ganze 12 Bosse, die ich ausgesprochen gut fand. Nur leider kam mit dem Patch auch ein eher weniger gutes Feature dazu. Die Rede ist ganz klar von Corruption. Einerseits eine neue Idee, die von Grund auf nicht unkreativ ist. Doch andererseits schwierig zu balancen und zu guter Letzt geriet das Ganze außer Kontrolle. Doch was verärgert mich an Corrupted Items? Der erste Punkt war, dass man anfänglich nicht die Möglichkeit bekam, alles aus seiner Klasse herauszuholen, weil das Farmen von Biss-Items komplexer wurde. Nicht wie sonst musste man Items mit den richtigen Stats farmen. Diesmal gehörten auch die entsprechend richtigen Corruption Procs dazu. Um das zusammenzufassen, wenn du wenig Glück hattest, dann war es dir nicht möglich, deinen Skill zu entfalten und gut im Raid zu performen. Denn andere, die vielleicht gleich gut spielten, erzielten mit Best-in-Slot-Corruption-Kombinationen deutlich mehr Damage. Im PvP dasselbe Prinzip, aber dazu später mehr. Nachdem manche Spieler unglaublich viel Pech hatten, mich eingeschlossen, wurden wir von dem Leid erlöst und Blizzard machte es möglich, Corruptions beim Händler zu erwerben. Was definitiv fair für Spieler wie mich war, die ganzen 5 Monate Blut geleckt haben und nur ein Tempo Corruption Item erhielten. Endlich hatte man die Chance, durch das Farmen gezielt sein Gear-Build zusammenzustellen. Davor zog ich sogar einen Reroll auf meinen DH vor, weil ich trotz hoher Aktivität auf meinem Main nur Schmutz bekam. Und nach diesen ganzen Umständen ist es klar, dass Twinken noch unattraktiver wurde. Schauen wir uns doch mal an, welche Auswirkungen Corruptions im PvE hatte. Nachdem man durch Twilight Devastation prozentualen Schaden seiner Gesundheit verursachte, ermöglichte es Tanks zu 30 in den Raids zu gehen und ohne Heiler, ohne DDs den ganzen Raid mit Leichtigkeit zu clearen. Der Punkt ist, dass sich bei Tanks der Health Point Buff stackt und man am Ende unfassbar viel Leben hat und Twilight Devastation fernab von jeglichem Scaling fungiert und man unglaublich viel Schaden verursacht. Ich selbst habe das Ganze natürlich auch probiert und es war auch eine sehr lustige Erfahrung. Doch nicht nur die Tanks haben eine ganz eigene Kombination entwickelt, auch ein ganzer Mage Raid ergab sich mit der Zeit. Es wurde alles immer kurioser, der Grund dafür ganz klar die Corruption. Doch macht das Ganze eigentlich noch Sinn? In meinen Augen ist es eher ein Armutszeugnis. Betrachtet man das Spiel als Ganzes, finde ich, sollte man so etwas nicht möglich machen. BFA nahm immer mehr Extreme an. Es bildeten sich deshalb Gruppen, die fernab von jeglichen Raid-Mechaniken den Raid durchkreuzten. Doch meiner Meinung nach sollten nicht nur einzelne Klassen aufeinandertreffen. In einem MMORPG sollte man gemeinsam durch einen Raid marschieren und nicht den Tanks die Möglichkeit geben, den Raid im Alleingang zu regeln, weil dadurch bilden sich nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes komische Gruppen. So viel zu meiner Meinung. Switchen wir mal zu PvP. Hierbei komme ich nicht mehr so leicht aus dem Kopf schütteln. Spieler, die mit Infinite Stars in der Arena pro Proc 800.000 Schaden verursachen, muss ich dazu eigentlich viel hinzufügen? Da muss ich für meinen Teil sagen, dass ich als langjähriger WoW-Spieler echt enttäuscht bin. Gladiator in der Arena? Mit den richtigen Corruptions, also ein Spaziergang, ob Twilight Devastation oder Infinite Stars. Ein absoluter Fail. Skill stellt sich hinten an, sämtliche Videos auf YouTube. Streamer, die Gladiator mit Corruption One-Hits erspielen. Es hat nichts mit Flamen zu tun, sondern mehr mit Kritik, ich supporte das Spiel, doch sag auch, wenn mich etwas stört, und mit 8.3 hat sich WoW meiner Meinung nach komplett zur Schau gestellt. So viele gute Ansätze, aber letzten Endes haben sie wirklich ihr Potenzial verschenkt und vor allem auch Spieler aus der Community enttäuscht. Schreibt mir eure Meinung gerne wie immer in die Kommentarsektion, dann habe ich auch wieder was zu lesen. Mich würde es interessieren, was ihr zu der ganzen Thematik sagt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederschauen.